Wow, ein wahres Wesen und dann die Zuckermilf. Man checkt eigentlich sehr schnell, wie schizophren du tickst. Ey, du Freak, die Zuckermilf ist nicht die Bitch aus dem Film, bei dem du mit deinem Ding vom PC rumwickst, sondern ein wahres Wesen, was halt irgendwie fett ist, mit einem fetten Rüssel und zwei Zähnen im Mund. Du stehst halt sehr, sehr hart auf etwas. Penis, du Hund, haha, genau, du Hund. Und das kommt von jemandem, der sich Peter der Bär nennt. Langsam solltest du merken, dass bei dir was verkehrt rennt. Hol dir Hilfe, aber es ist bisschen hart, rauszukommen im Dunkeln, mitten im Wald. Nee. Dein zweites Ich, die Milf, hat was am Boden verloren. Bei eurem IQ schätze ich, ihr sucht imaginäre Gegenstände. Und zwar circa bis zu eurem gemeinsamen Lebensende. Bin ich mit euch fertig, seid ihr locker al dente. Und Steine sind sinnlos. Meine einzigen Steine, also sinnlos. Stimmt so, du bevorzugst den Wälder. Wohnst du auf einem Baum oder in unterirdischem Gelände? Nach all der Zeit im Wald kann man sinnvolles Sprechen verlernen. Eine perfekte Voraussetzung, um Rapper zu werden. Bei deinem Skill würde ich dir Trap-Mucke empfehlen. Da schreit einen sinnlosen Namen tausendmal durch die Gegend. Mach als Adlibs. Du bist doch jetzt im Wald, lass dir die Vogelgeräusche von Vögeln aufnehmen. Nun, ich find deine düster, chaotische Fantasiewelt echt mies. Bin zwar kein Detektiv, doch man merkt bei deiner Selbstironie, du bist schwerst depressiv. Du hättest in deiner Quali wenigstens erwähnen können, dass du in irgendwas gut bist, damit wenigstens ein bisschen Selbstwert bei dir durchdringt. Aber du bist der Wunderspaß, der man echt glaubt, dass er sich nach einem Battle umbringt. Arrivederci, du Kind.